falls so etwas überhaupt möglich sein sollte. Oder Moment, kurz in die Fabrik. Ne, hier kam nichts Neues dazu. Es ruckelt unheimlich stark. Aber gut, das liegt wohl wahrscheinlich daran, dass diese Grafikkarten von heute für solche Spiele nicht gedacht waren. Mal eben schnell da rein. Hier ist auch nichts Neues. Dann nochmal zurück auf den anderen Teil der Insel. Ich habe doch bestimmt jetzt schon 10 Minuten Spielzeit hinter mir. Naja, egal. Stört mich gerade nicht. Bam, bam, bam. Mal nochmal mit Mulahai reden eventuell. Wie war das noch gleich mit den Yakis? Wie war das noch gleich mit den Yakis? Es gibt genau 5. Sobald sie im Dunkeln mit den 5 anderen zusammentreffen, beginnen sie ihre Wanderschaft. Gemeinsam führt sie ihr Weg dann quer über die Insel zum Steg, wo sie ihr trauriges Lied singen. Durch ihr Lied würde aber Kalida geweckt werden, was fürchterliche Konsequenzen hätte. Darum achte ich darauf, dass die Kerzen nicht vom Wind ausgeweht werden. Das haben wir ja schon gehört. Bis später. Aber trotzdem, hier stimmt irgendwas nicht. Gläser, Teffer. Jetzt sind's 4. Also muss ich irgendwo den 5. herholen. Der hat sich bestimmt diesen Fass verkrochen. Fass verkrochen. Das ist Mulahais Hütte. Wegweiser. Durchgang verboten. Zutritt untersagt. Kein Schritt weiter. Sperrgebiet. Draußen bleiben. Yaki-Gebiet. Okay. Ich kann hier hinten auch nicht weitergehen. Das finde ich sehr seltsam. Oder vielleicht doch. Nö. Kein Schritt kann ich hier hinten weitergehen. Das ist echt seltsam. Ich will sie, wenn sie nicht möchte, aber wie? Ich brauche also den 5. Yaki zuerst. Eieieiei. Hier ist aber echt nur Kerzen. Kerzen, Kerzen, Fass, Kerzen, Wegweiser. Boah. Hilfe. Hier muss es also noch irgendwo einen dunklen Raum geben. Vielleicht ist ja der 5. Yaki der im Dings drinne war. Wo ist der hingelaufen? Der muss sich doch hier irgendwo dann verkrochen haben. Ich die Blumen nehmen jetzt. Ich lasse sie besser bei mir gehen, Ben sagt. Okay. Ist der vielleicht in das Mausloch rein? Das Loch ist dunkel wie meine Nein. Wo ist der hin? Es muss doch hier irgendwo noch den 5. Yaki geben. Der abgehauen ist, als ich hingegangen bin und habe den Schrank aufgemacht. Aber wo soll der sich verkrochen haben? Oder ist es der Yaki, der oben unterm Bett sitzt? Ich weiß es nicht. Gesessen hat. Entschuldigung. Hier ist aber auch echt nichts weiter. Oder habe ich ein Gebäude übersehen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder muss ich die Glocke nochmal läuten, weil das sich oben in der Glocke verkrochen hat? Nicht noch einmal. Okay. Also nicht. Hinter der Statue vielleicht? Hier irgendwo. Nee. Ja, hinter der Statue vielleicht.
Weißt du, wo Kalida ist? Bemühe dich nicht. Ich finde es auch so raus. Also nicht die Blasen. Ich bevorzuge Stilles. Ich weiß mal echt gern, was es mit diesen Blasen auf sich hat. Was sind das nur für Blasen? Gibt es hier heiße... Ich brauche auch irgendwie eine Art Musikinstrument. Die Maus habe ich auch noch im Inventar. Aber gehört wohl zu den nutzloseren Dingen, die dann beim Kapitelwechsel aus dem Inventar verschwinden, wie bei dem anderen Kapitel. Hatten wir ja auch überdimensional viel Zeugs noch zum Schluss im Inventar. Eieieiei. Also irgendwo muss der ja hingerannt sein. Irgendwo. Nur wo ist der hin? Glaubt nicht, dass der hier irgendwo hin ist. Muss irgendwo auf dem anderen Teil der Insel sein. Und das kann irgendwie nur der sein, der oben unterm Bett war. Jedenfalls glaub ich daran. Ich höre hier auch kein Fiepen. Ich habe mal gehört, dass ich die... Aber wenig... Bär? Das sieht auch nicht furchtbarer aus. Ich höre hier nur Rubens Schnarchen. Das ist echt sehr seltsam. Hier ist alles vorbei. Kann ich Kerz wieder mitnehmen, so wie sie ist? In dem Zustand? Nein, er versucht es nicht mal. Er guckt sie auch gar nicht an. Gar nichts. Stellt sich total quer. Ein Yaki. Das war also das Quietschen. Sonst nichts. Wozu? Wozu? Okay. Hier gibt's auch sonst gar nichts. Nur noch die Kerze. Moment, kann ich die Kerze wieder ausmachen? Den Wasserspot und dann die Kerzen mitnehmen. Spot hat keine Angst vor Feuer. Er hat vor kaum etwas Angst. Ich glaube, ihm fehlt die Fantasie. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wenn ich auf dem normalen Weg hier rausgehe, was passiert dann? Wird mir Ruben wach. Wo? Wer war? Hallo nochmal. Du schon wie was willst, siehst. Wieso? Was mir wurde. Das war, wenn ich. Hörst du? Na, bis später. Genau. Lass mich in. Reagiert jetzt Bando vielleicht auf uns, wenn wir nach ihm rufen? Nachdem wir den Yaki unterm Bett gefunden haben. Ich probiere das aus und wenn das nicht funktioniert hat, mache ich einfach einen Schnitt und ja. Geht's einfach nächste Runde weiter. Hallo? Ist da unten jemand? Keine Antwort, aber ich höre Bando schaufeln. Okay, einen Versuch mache ich noch, das Rad zu bedienen. Jetzt vielleicht. Hallo? Aber ich höre Band. Okay, also nicht. Gut, dann mache ich jetzt hier einfach einen Schnitt und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sayonara.